Hallo meine Lieben, willkommen zum nächsten Teil der Schminksammlung. Heute soll es um Liquid bzw. wie heißt das? Liquid und Creme Blushes gehen und eben auch um Highlighter. Und da fangen wir am besten einfach gleich mal an. Vielleicht vorweg, es sind sehr viele LE-Produkte, beziehungsweise ich glaube fast nur LE-Produkte. Darum fangen wir einfach mal an. Weiter geht's mit dem Metal Glam Blush. Und zwar ist das die Farbe Glammy aus der Metal Glam LE natürlich. Ich glaube, das muss ich euch eigentlich auch mal swatchen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Das ist sehr schimmerig. Habe ich eine Zeit lang auf jeden Fall super gern getragen. Jetzt, ja, weiß ich nicht, schon länger nicht mehr. Dann haben wir hier von Catrice. Aus welcher LE bist du? Aus der, Thrilling Me Softly LE Daredevil. Das ist so ein Stick Blush. In einem wunderschönen Rot. Dann habe ich hier aus der P2 Let's Rock LE dieses kleine Blush in der Farbe Pink Infinity. Ist eigentlich eine schöne Farbe. Die vergesse ich leider manchmal. Und dann habe ich noch einen Blush-Stick von NYX, NYX, wie auch immer, in der Farbe Orchid. Auch eine sehr schöne Farbe. Und dann kommen wir, glaube ich, schon zu Bronzern, zu Highlightern und Bronzern. Obwohl, hier habe ich noch. Ja, das kann man für beides vielleicht nehmen. P2 Beauty Rebel LE. Das müsste jetzt knapp ein Jahr her sein. Das weiß ich noch. Das war auch um Weihnachten rum. Und zwar ist das Amazing Rose. Hat so einen schönen Schimmer halt. Weiter geht's mit dem P2 Club Vibes Brilliant Bronzing Stick. Und das ist die Farbe Bronze Shimmer, wenn ich es aufkriege. So. Ja, finde ich sehr schön. Weiter geht's mit dem Wipe Me Up Liquid Bronzer, den habe ich euch neulich schon mal gezeigt, aber was soll der Geiz? Selbstverständlich von Alverde den Sunkissed Highlighter, der einfach ein Traum ist. Wenn wir schon bei Alverde sind, natürlich auch der Rose Tinted Highlighter, der einfach die rosane Variante davon quasi ist. Viel jetzt gewesen. Sorry, jetzt ist auch noch was umgefallen, aber ja, kriegt hier so einen kleinen Eindruck. Dann, das habe ich zweimal, weil ich mir doch wirklich gedacht habe, da brauchst du ein Backup. Aus der Alverde, wie hieß das? Vintage Rose LE, glaube ich, das Rosengel. Das ist eben sowas, was man eigentlich aufs ganze Gesicht aufgibt. Und dann habt ihr eben diesen Schimmer. Könnt ihr den sehen? Also irgendwie fand ich das wunderschön. Habe ich jetzt aber auch schon ehrlich gesagt nicht mehr seit langem benutzt. Und dann habe ich noch aus der P2 Catch the Glow das Bronze Illuminating Fluid. Ah, na, das wollte ich natürlich nicht. Ist eben auch sehr schimmerig. Für den Sommer finde ich das ein Traum. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt sehen könnt. Gibt es ja sowieso nicht mehr, war limitiert gewesen und so weiter. Und dann habe ich noch ein Produkt von Essence. Das ist eigentlich ein Liquid Lidschatten Eyeshadow. Ich habe den gestern gesehen und habe mir gedacht, naja, könnt ihr ja eigentlich mal aussortieren. Und zwar aus der Crystallized LE. Das ist die Farbe Ice Age Reloaded. Und dann habe ich ihn mir mal geswatcht und dachte, als Highlighter sieht der gar nicht verkehrt aus. Also. Könnt ihr das sehen? Vielleicht könnt ihr es auch nicht sehen. Es ist auf jeden Fall ein schöner Schimmer. Und ich habe gedacht, behalte ich mal. Ja, das war meine Liquid- bzw. Stick-Bronzer-Highlighter-Blush. Nee, Blush noch nicht. Creme Blush kommt jetzt noch. Ja, so, weiter geht's mit Creme Rouge. Ich fange mal an bei Catrice.
Das war die Neo Geisha Ele und das ist Pink Cherry Blossom. Ein wunderschönes Pink. Bisschen dunkel jetzt hier, ne? Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr ins Licht gehen. Was denkt ihr? Dann aus der gleichen LE habe ich natürlich auch noch das Rote mitnehmen müssen und das ist Madame Butterfly. Ein tolles Rot. Dann gibt es aus der Essence Ready for Boarding LE gab es so eins und das ist Sending You Kisses. Ich glaube, das war das erste Creme Rouge, das ich hatte und das ist auch sehr, sehr cremig, wie ihr sehen könnt. Das ist für Lippen und Wangen, aber ist eben eindeutig so ein Produkt, wo, glaube ich, für die Wangen einfach zu feucht ist. Ich werde das mal versuchen hier. Ja, obwohl. Könnte man mal ausprobieren, aber ich glaube, man müsste es noch setten auf jeden Fall. So, und weiter geht's. Wir haben hier von Catrice ein Cream-to-Powder Blush und zwar ist das aus der Celtica LE und zwar ist das das Pinkadoxa. Pinkadoxa Blush. Hab den Namen nicht gefunden gehabt. Ein rosa. Dann aus der Catrice Siberian Call, das Blush in Coralal. Was? Corallal? Ach, was weiß denn ich? Das habe ich auch nochmal, weil ich mir ein Backup gekauft habe. Wie bescheuert bin ich denn eigentlich? Aber das möchte ich abgeben. Ist eben so ein schönes Peach. Dann habe ich von Essence aus der Fruity LE ein Blush Sorbet. Ist auch schon was älter. Aus ne, die Farbe Smoothie Operator. Das riecht aber noch wunderbar. Es riecht sehr extrem. Es ist also noch gut. Das ist diese Farbe hier. Also es riecht sogar, wenn es zu ist. Leute, es riecht fabulös. Dann habe ich von Maybelline ein Dream Bouncy Blush und das ist die Farbe Hot Tamale. Das habe ich mir in Amerika gekauft gehabt. Ich habe davon eigentlich noch eins zu diesem, zu was? Zu der BB Cream, aber ich weiß gerade nicht, wo es ist, ehrlich gesagt. Es ist irgendwie verschollen. Das ist diese Farbe. Und die swatche ich eben einmal noch auf die Hand, weil ich gleich keine Finger mehr habe. Voilà. Und dann kommen wir zum letzten aus dieser Kategorie. Und zwar ist das von Essence aus der Dark Romance LE, das Velvet Mousse Blush in der Farbe Painted Love. Und das hat so eine komische Konsistenz. Guck mal. Ich finde, wenn man sich das so anschaut, sieht das ein bisschen aus wie Knete, so Play-Doh oder so. Und ist eben ein ganz intensives Rot. Wenn man das swatcht, kommt es nicht mehr so doll raus, aber man kann das bestimmt auch aufbauen. Schauen wir doch einfach mal. Ja, natürlich. Ja. Das waren meine Creme Blushes und meine Liquid Blushes, Bronzer, Highlighter und Stick Blush Bronzer und Highlighter. Ich hoffe, das Video hat euch auch wieder gefallen. Warum kriege ich denn jetzt nicht so? Ach so, weil ich es falsch rum drin habe. Das macht natürlich dann Sinn. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. In der nächsten Folge mit mir wird es um meine Blushes gehen und ja, das sind einige, also macht euch auf was gefasst. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!